Seit 1910 sind die VDP-Weinversteigerungen der jährliche Höhepunkt für Weinliebhaber aus aller Welt. Hier kommen die besten Weine und ausgesuchte Raritäten unter den Hammer. Als Besonderheit der VDP-Versteigerungen gilt eine besondere Kennzeichnung der Versteigerungsweine. Diese sind in der Regel nicht im freien Handel erhältlich und verschwinden gleich nach der Auktion in den Schatzkammern der Weinliebhaber. Bei der 134. Prädikatsweinversteigerung galt es insgesamt 737 Flaschen VDP-große Gewächse und 13.072 Flaschen Prädikatsweine namenhafter Weingüter an den Mann zu bringen. Unter den Winzerbetrieben finden sich Traditionsnamen wie Maximin Grünhaus, Dr. Losen und von Otegrafen. Dabei kommt es auf ein ausgewogenes Preisniveau an, weiß Karl von Schubert, Vorsitzender des VDP Mosel-Saar-Rover. Ich denke, jeder Winzer hat das Beste aus dem Jahrgang aus seinem Keller bereitgestellt, um diese Weine versteigern zu können. Ich denke, die meisten Winzer hier im großen Ring sind der Meinung, dass die Weine realistischen Preis bekommen sollen. Das heißt, ein Wein, der sowohl den Kunden, der ihn ersteigert hat, zufriedenstellt, dass er sich sehr gerne an das spannende Ereignis der Versteigerung erinnert und dass er den Wein dann über die vielen Jahre, die er lagert, dann mit Spaß trinkt. Mondpreise kommen für den einen oder anderen Wein, dessen Markt sehr eng ist, vor. Aber ich denke, wir wollen ja eine Kontinuität, dies ist ja die 137. Versteigerung, wahren in der Richtung, dass alle zufrieden sein sollen, der Kunde, der Kommissionär und der Erzeuger. Insofern soll das ein möglichst schönes Gleichgewicht sein. Natürlich sind hohe Preise willkommen. Es ist ja auch ein großer Aufwand, den wir treiben und es ist unser Jahreshauptereignis, die Versteigerung. Aber es sollen eben alle zufrieden sein und die hochklassigen Weine sollen dann eben ihren Weg in die Keller der Verbraucher, der Händler und der Gastronomen kommen und dort eben möglichst viel Freude über eine möglichst lange Zeit stiften können. Gestartet wurde die Auktion, bei der sich Bieter aus aller Welt via Internet beteiligen konnten, mit den großen Gewächsen. Insgesamt kamen hier 237 Flaschen unter den Hammer. Eine 3-Liter-Flasche Prälat des Jahrganges 2013 vom Weingut Losen erzielte dabei das erste hohe Gebot des Tages von 4.100 Euro. Doch bei dieser Höhe sollte es nicht bleiben. Bei einer Sonderversteigerung für einen guten Zweck kamen 17 Flaschen prominenter Weine von einem nicht minder prominenten Auktionator unter den Hammer. Der Erlös dieser Benefizweinkiste ging zu gleichen Teilen an die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Palais e.V. sowie an VDP Adlerhilf e.V. Ausgehend von einem Aufrufpreis von 501 Euro steigerten sich die Weinliebhaber schnell in einen dreistelligen Bereich. Am Ende wechselte das begehrte Unikat für stolze 4.600 Euro den Besitzer. Vor knapp 10 Jahren übernahm Günther Jauch das Weingut von Otegrafen aus Familienbesitz, um die Familientradition an der Saar weiter zu erhalten. Für ihn ist Weinkultur auch ein Stück Familientradition. Dabei hat der Jungwinzer eine klare Vorliebe. Lieblingstraube ist in jedem Fall Riesling und beim Riesling ist es das eindeutig die sogenannten Kabinette, also mit dieser leichten Restsüße und der Säure am Gaumen, dieses wahnsinnige Spiel mit ganz wenig Alkohol verbunden, also das ist mein Lieblingswein. Wie sehen Sie den Jahrgang 2020? 2020 war ein schöner Jahrgang, sowohl was die Menge als auch was die Qualität anging. Während jetzt 2021, von der Menge her ist es bei uns durchschnittlich und Qualität ist ganz okay, aber ich würde 20 fast höher einschätzen, wobei 21 qualitativ durchaus sich noch richtig gut entwickeln kann. Ihr Weingut steht ja auch Besuchern offen. Warum würden Sie Besuchern empfehlen, einmal Ihr Weingut zu besuchen? Naja, weil mein Großonkel dafür gesorgt hat, dass unabhängig vom Wein das einfach ein sehr schöner Ort ist. Der hat damals im Stil eines englischen Gartens einen exotischen Park angelegt mit exotischen Bäumen. Und die sind jetzt alle über 100 Jahre alt, sind am Anfang immer nicht richtig angewachsen, hat das jedes Jahr immer wieder probiert. Dendrologen, Baumforscher,
laufen da durch und gucken sich das regelmäßig an. Es steht alles unter Denkmalschutz, Gartendenkmal, das Gutshaus ist ein Denkmal. Es ist einfach ein sehr, sehr schöner Ort, den ich für alle immer an 6 Tagen in der Woche offen halte. Es kann jeder kommen, niemand muss was trinken, keiner muss was kaufen. Den höchsten Preis des Tages erzielte ein Riesling Jahrgang 2018 VDP Große Lage aus dem Hause Maximin Grünhaus mit 7.850 Euro. So manche der über 13.800 versteigerten Flaschen wird ihren Weg in die Schatzkammer des einen oder anderen Weinliebhabers finden.